Und damit, ahoi, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Immer noch in der Ladies' Night mit mir, Sefi und mit Jane. Hi. Und nicht zu vergessen mit Ahoi, Stevie. Den nimmst du, okay? Okay. Ich nehm dann die linke. Die andere Kate. Ahoi, ich seh dich. Also den Ahoi-Boy. Das reimt sich. Ahoi-Boy. Ach, wie lange habe ich keine Kettensäge mehr gehört? Wonderboy, was machst du da? Kettensäge? Du wusstest es, oder? Ich hab sie gehört, das war alles. So. Kein Ruin. Oh. Tschüss! Tschüss? Du bist schon ausgedommen. Ging schnell. Ist er auf einer schnellen Würde? Ich glaube, er hat Barbecue. Kommt sich jemand holen? Einer rennt zumindest. Ja, das könnte sein. Einer macht einen Gem. Ich bin am Gen. Okay, dann kommt die andere. Hey. C4 Satz. Das ging flott. Tschüss. Wie sagt Dragon so schön? Ich mache jetzt Gimbal für die Schnitt. Macht dann. Ich komm dich holen. Schau mal. Sei still. Ist doch nur eine Fleischwunde. Ahoi, rutschen Sie ran! Ich brauche hier medizinische Versorgung. Keine Sorge, Wonderboy wird die vier zusammenflicken. Siehst du? Ich hab's dir gesagt. Okay. Wonderboy flickt dich. Oh, das ist sehr unglücklich. Im Keller. Schöne Nähe, oder? Ja! Er aber auch. Das war ein bisschen doof von mir. Sorry, Wonderboy. Ach, das ist auch ein Killer. Wobei ich mich gerade nicht verstehe, wo meine gerade geschrien hat, als... Er hat diesen Perk, dass wenn du im Terrorradius einen legst, dann schreit der. Also schreist du, wenn du da bist. Boah. Nee. Will mich nicht. Es ist jetzt nur weniger geil, dass wir alle da sind. Naja, tschüss. Ich fand die Kurve. Ach, er ist runter. Er hat sich runter befreit. Fast geschafft. Da kommt Wonderboy. Wieso hat der jetzt so ein Heilungsding? Und X? Weil er sich selbst befreit hat mit Befreiung. Ach so, ne? Er kann. Er muss vorher jemanden abgeholt haben oder abgehangen haben, damit das geht.
Und er kann sich halt nicht heilen für ein paar Sekunden. Wenn er durch ein Fenster geht, blockiert er das. Das ist die englische Version, oder? Ich weiß nicht, wie die deutsche ist. Wie ist denn die deutsche Version? Muss ich noch. Echt verblüfft ist es, glaube ich, oder so. Ich hab ihn zu spät gesehen. Naja, hier oben hab ich's gleich schön. Das ist ein schöner Aussicht, ne? Ja. Er geht zu dem, der alleine ist. Bist du alleine? Ja. Dann kommt er zu dir. Du bist doch nicht bei der Killerhütte, oder? Doch. Ah, dann kommt er nicht zu dir. Wo ist die andere? Ich sehe nur zwei. Ach, da hinten. Da, sie, da. Da ist die Heilung. Wie wär's, wenn wir uns gleich den Jen hier vorne schnappen? Die hat aber einen komischen Ruhe in diesem Mittel. Bin ich nicht? Ein Büschen. Kann nicht jeder so einen Knackarsch haben wie Mac. Das sieht ja ausgebeult aus. So, wollen wir den Inder-Dings jetzt machen? Ja. Ich meine, die sind da zwar gerade durchgerannt, aber der wurde noch nicht gemacht. Okay, er bringt die jetzt weg. Ob er hier gleich hochkommt? Ich hab's Gefühl. Jetzt. Da kommt er! Ja. Ich wollte gerade sagen, wer zuletzt loslässt, hat verloren. Ich meine, wer zuerst loslässt. Ich hab verloren. Jetzt haben wir dann den. War schön. Ey, meine Haare sind noch da. Mein Körper schon weg, die Haare. Eigentlich wurde jetzt meine Haare noch hoch. Och Mann. Was ist eigentlich mit der anderen? Warum holt sie den nicht? Ach, die ist da hinten. Ich mach's schlecken. Ja, ich mach. Ja, warum hat sie den nicht geholt? Hi. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich meine, gut, wir hätten ihn auch holen können, seien wir doch mal ehrlich. Wir waren so dreist und haben direkt neben den Jen gemacht. Also wir hätten ihn auch holen können, rein theoretisch. Na, ein schöner Mut. Ja gut, ist aber noch Zeit, ne? Nein, wir hätten auch den Jen fertig machen können und ihn dann holen können, ne?
Wenn wir jetzt nicht gestört werden, hat er das locker geschafft. Ja. Mit Randoms passieren immer die komischen Dinge. Und vor allen Dingen die unpassendsten. Ja, irgendwie schon. So in Survival Friends wäre das nicht passiert. Nicht mal auf die Randoms kann man sich heutzutage verlassen. Ich hab mich nie auf die verlassen können, oder? Also da, wo in den Rängen, wo ich normalerweise spiele, kann man sich eigentlich ganz gut auf die verlassen. Ja, aber in welchen Rängen spielst du nochmal? Rot? Also gut, nicht so umsonst im Moment nicht, ne? Ball mit Rang gesetzt. Und da fliegen meine Haare. Schöne Haare, Mann. Leb wohl. Und da sind sie wieder. Wow, gerade mal ein Safe-Pip. War nicht meine beste Runde. Aber immerhin über den 10.000er-Bereich. Solange ich über die 10.000 komme, bin ich zufrieden. Apropos Zuneigung. Der Chef dieser Ruhestätte hat keine bekommen. Oh, ich bin gleich mit David zusammen gespawnt. Ah nee, es ist Jeff. Entschuldigung. Hi. Ja, ich komm da schon. Hast du die zwei alten Männer? Ah, ich hab King gefunden. Ich hab sie beide. Und dich hab ich auch. Ruin. Und die Mimi. Arrivederci, tschüss. Was ist das? Warum stehe ich hier eigentlich noch? Weil du Demi gerne angucken. Vielleicht war es hier einfach. Nein, hier ist es nicht sicher. Vergiss, was ich gesagt habe. Hier ist es nicht sicher. Das war eine Kackidee, da stehen zu bleiben. Na, ich habe ihn an David abgefischt. Ja, toll. Eigentlich wollte ich zur Palette. Nein, aus. Hör auf, mich anzuspringen. Er ist kein Huhn. Er springt ein, aber an wie einer. Da fühlt es sich jetzt voll beleidigt, Herr Döne. Junge, du triffst mich damit nicht. Doch? So? Nee, hab ich gar nicht. Nee, ich will das so machen. Er ist laut. Daneben. Ich geh mal in den Schrank. Ist hier der King von meiner Dinge. Komm, Salah. Ja, ich komm schon. Bitte geil. Shit. Come on. Ich hab ihm nichts getan, ja? Du warst schon bitte schön. Nein? Oh. Nein! Nein? Ich schätze es. Also ich komme in jeden Fall zum Keller. Ich habe ihm nur zu ihm gesagt, dass er mich auf die Art und Weise nicht kriegt. Was er auch nicht getan hat. Auf eine andere Art und Weise gekriegt. Hier. Was steht denn da? Rider. Wind Rider? Ah! Ich glaube, auf meiner Jacke steht, glaube ich, Wind Rider. Schön, dass wir das geklärt haben. Ah, Jeff, my boy. Also bist du? Meine Güte! Der stöhnt, als würde ich ihn vom Haken holen. Ist ein bisschen älter, ne? Ein bisschen? Nein. Hey, du, ich mag dich. Du musst mir nicht wehtun. Hi. Hi. Ich bleib hier einfach mal ganz unauffällig, ne? Wow. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht. Ich bin praktisch nicht da. Kameraden, Schweinchen, du. Wer von uns beiden war angehittet? Du? Ich glaub, wir beide waren angehittet.
Ja. Na, wenigstens machen die Boys ihren Job. Oh, er ist steilisch runtergegangen in den Keller. Rückwärtsgang. Demütig. Wahrscheinlich wollte er nur sicherstellen, dass ihm keiner folgt. Ich weiß. Es hat trotzdem steilisch. Jetzt geht er wieder rein. Fühlst du dich manchmal auf wie so ein Schinken, wo er so hängt? Im Magen? Manchmal. Bist du aus dem Keller? Hi. Hi. Na, willst du auch ein bisschen ablenken? Soll ich ein Arsch sein? Nein. Gut. Dann warte ich noch ein bisschen. Du hast mich doch lieb, du bist kein Arsch. Natürlich. Wenn ich ein Arsch wäre, würde ich dich jetzt runterholen. Du hältst so wie ich es immer. Eigentlich nur das Gute meine und dann immer. Da. Laufen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Doch. Gerne aus diesem Ding. Hi! Ich würde sagen, die Idee war jetzt nicht so geil. Das müssen auch mal dumme Ideen sein. Dafür liege ich jetzt. Das war Karma. Wir hätten einfach gehen sollen. Nicht in den Keller, Junge. Nicht in den Keller. Ich komme da gerade raus. Nein. Du bist doof. Ich will nicht wieder in den Keller. Altes Kellerkind. Ist doch wahr. Na geil. Laufen, weiter laufen. Nicht wieder. Bist du weg? Nein! Warum bist du nicht gelaufen? Ich bin nicht in diesem Schrank! Nicht in dem! Genau! Verdammt, das war zu früh! Das war zu früh, das war zu früh! Das... Oh, scheiße, ich blockier mich doch! Ich wollte rein! Hi! Ich krieche meines Weges! Ich wollte rein! Ich hatte ihn fast! Ich hatte ihn fast! Ja, das war ich. Und wieder hast du mich umgebracht. Wobei, es hätte keinen Unterschied gemacht, ich wäre so oder so draufgegangen. Ich habe mich gewundert, warum bist du nicht hochgerannt? Ja, weil er da war! Ihr wurde, ich bin doch ganz normal hochgerannt. Dann habe ich gewartet auf dich oben. Ja, aber in der Zeit, wie ich rausgerannt wäre und zu einem sicheren Spot hingegangen wäre, wäre er da gewesen. Ja, aber unten in den Schränken zu verstecken, ich weiß nicht. Hey, es hätte fast funktioniert, ich bin nur zu früh rausgekommen. Ach, halte an. Wenn ich rausgegangen wäre, während er in den Schrank geguckt hätte, hätte ich es geschafft. Dann hätte er es vielleicht nicht mal mitbekommen, dass ich da drin war. Dann, weißt du, dann wollte ich dir helfen, weißt du, irgendwie blocken oder so. Dann blockst du mich. Oh, Idioten gegangen. Naja, da fliegt Schnuckelchen. Kommt der jetzt auch in den Keller? Naja, aber fast. Vor allen Dingen, wie sich das ganze Match einfach in der Nähe des Kellers abspielt, obwohl hier nichts mehr ist. Oh nein. Berlin mit Zeit. Yeah, zeig's ihm, David. Zeig's ihm.
glaube, ich bin weiter. David ist aber ziemlich leise, wenn er verletzt ist. Vielleicht ist die Sound-Engine auch einfach falsch abgestimmt, weil irgendwie hört man den Raktor. Der kommt jetzt auch in den Keller. Ich finde das echt praktisch, dass du mit ihrem Perk deine eigenen Laufspuren sehen kannst. Mhm. Und dadurch ist und schneller ist auch. Mhm. Das ist für Sprintlos ist das cool. Ja. Jeff, eigentlich wäre es ganz knorke, wenn du mit den anderen holen würdest. Das würde irgendwie mehr Sinn machen. Also die Runde war seltsam. Aha. Oh, witzig. Dann müsstest du nichts mehr. Und es geht wieder in den Keller. Naja, wenigstens stirbt David, David da, wo ich gestorben bin. Ja, ich weiß nicht. Naja, noch lebt er. Der muss kämpfen. Die heilt sich. Und der croucht durch die Walachei. Ah, er will seinen Kumpel retten. Unser Demi-Freund geht gerade von der Killerhütte weg. Mit gespreiztem Maul. Also pass auf. Hat der Barbecue? Irgendwie schon, wa? Oh ja. Verdammt. Oh Jungs, ich würde rausgehen aus dem Keller, wenn ich hier wäre. Das war ein nicer Überschlag. Glaub nochmal, hast du kein Unbreakable? Muss ich noch spielen? Weil schön ist ja nicht so gut. Das wäre für dich irgendwie gar nicht so schlecht. Du wirst öfter mal liegen gelassen, ne? Ja. Oh, da hat aber jemand ordentlich geslappt. Wie fühlt man sich so als Schnecke? Bisschen getrackt. Der muss kämpfen. Hey, vielleicht finde ich hier Facebook. Die Luke ist doch nicht da. Ja, vielleicht sterben die. Du musst doch immer alles positiv sehen, ne? Also der David wird im Keller sterben. Der stirbt da, wo ich gestorben bin. Lebe wohl, David. Schöne Haare hast du. Hi. Hi. Wie ich angerufen bin. Alter, das sieht voll süß aus, wenn der nickt. Ja. Der hat ja Ohren. Ganz kleine. Ja, das heißt, das sind doch Ohren, oder? Mhm. Ja, wobei, das sind die Öffnungen von dem. Nein, das sind nicht die Öffnungen. Siehst du, da an der Seite? Das sind nicht die Öffnungen. Stimmt. Ganz kleine. Also Ohren hat er. Jetzt fehlen nur noch die Augen, dass die Taschenlampe ihn blenden kann. Warum flimmert das? Aber es war eine witzige. Ja, das war witzig. Ziemlich schlecht, aber witzig. Oh, scheiße, ich bin Rang 6. Ja, wir sollten Schluss machen für heute. Jedenfalls, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann wieder in einer normalen Konstellation. Vielleicht. Vielleicht aber noch nicht. Mal gucken. Nee? Okay, Jane ist gerade vor Lachen gestorben. Alles klar. Ja, okay. Wir verabschieden uns und tschüss. Tschüss.